wieder diese Ampel. Oh, komm schon. Kann ich mir irgendwas machen oder so? Ja. Habe ich aber auch nur, weil ich eben gut Dingsbums konnte. Frisst gut Schaden, aber an den kommst du halt auch ran, ne? Aber der ist halt echt übel. Du verlierst halt deinen Zauber, wenn der dich halt trifft. Das ist halt echt übel. Und du kannst halt auch nur sehr schwer aufbauen. Das ist einfach viel zu viel. Weil ich den halt nicht richtig treffe. Natürlich. Alter, was eine Geburt. Die Luftgegner sind einfach ekelhaft gemacht. Kannst du sagen, was du willst. Haben sie die schwer gemacht? Ich hatte noch nie. Also ich habe Bayonetta, glaube ich, insgesamt zweimal... Wurde stark getroffen und dreht sich jetzt. Timing ist es entscheidend, um rüberzukommen. Oh, fuck. Im Kampf ist dieses Lauf nach vorne und tut zweimal ausweichen, Gedöns halt echt unpraktisch.
Spielt die Steuerung gegen dich, weil im Kampf bewegst du dich und du musst ausweichen. Mehr als einmal. Und wenn du dich dann einfach in einen Puma verwandelst, weil das Spiel meint, ja, das ist eine gute Idee, die Steuerung so auf der Switch zumindest so rumzueiern, das ist einfach dumm. Alter, dieses Puma-Verwandeln ist halt echt nicht schön. Okay. Wem wird da noch schwindelig? Achso, man. Ja, na klar. Warum muss ich den rechten Button gedrückt halten? Was? Warum habe ich denn so ein Problem mit fliegenden Gegnern? Natürlich. Ach, pick doch deine Mutter ins Knie, du Hurenpicker. Ich hasse das. Dich trifft einer, dann trifft dich die ganze Salve und die macht so einen Schaden. Sowas habe ich ja noch nicht mal bei Dark Souls erlebt. Also, Millennia, okay, aber... Den kannst du ausweichen. Doch, die Rosette wund. Ey, was soll denn das? Drei von diesen Gegnern. Mit dem ersten habe ich in Gedanken schon Milzbrandbakterien für den Entwickler hergestellt. Der meinte, das ist ein cooler Move, ey. So einen ekelhaften Fotzengegner, ey.
ey. Dem seine Mutter hat doch beim Scheißen ihm ins Gesicht gefickt, ey. Sag doch mal. Oh. Es ist doch so eine Last. Warum macht man drei von diesen scheiß Gegnern rein, die einfach nicht ins Gameplay passen? Also optisch ja, aber warum? Danke, dass der Knockback verhindert, dass ich den anderen Geschossen ausweichen kann. So nach dem Motto, ja, am Ende getroffen bist. Bitte auch gerne beide. Und die Kamera bitte so, dass ich nichts sehe. Da muss ich gerade einen Fingerkrampf machen, um irgendwie anvisieren und... Ich muss anvisieren, damit ausweichen und hier... Hä, was ist das denn für eine Krampfart, ey? Alter, welcher Xing Shang Chong meinte... Welche Xing Shang Chong Missgeburt meinte, das wäre so cool, das so zu machen, ey. Ja, Alter, der Typ, der meinte, dass diese Knopfbelegung, die Fingerakrobatik, der muss doch Inzucht in der fünften Generation sein, ey. Natürlich. Kniebund, ey. Der hat doch seinen eigenen Vater eingeblasen. Der meint, das wäre cool.
Natürlich. Schön, dass ich ausgewichen bin, aber... Immer dieser Laser, ne? Ja, mal Damage machen? Nee, ne? Ey, das ist doch unglaublich. Alter, was zum Geier? Was haben die mit dem Spiel gemacht? Ich hatte da legit noch nie so Probleme. In diesem gesamten Spiel. Mich doch. Da hast du doch keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Wer denkt sich denn so einen Kampf aus? Der erste war schon Katze. Ja, zwei muss aber. Yeah!
Alter, ich schwör's dir, der war so... Der war doch echt schon in der 5. Generation Inzucht von der Mutter her, ey. Und der Vater und der Opa ist auch zeitgleich sein Bruder, ey. Meine Fresse, wie kann man nur so einen Boss-Gegner reinsetzen? Der erste war schon... Für den ersten hat man schon Krebs und AIDS am Arsch verdient, aber das hier ist echt übel, ey. 3 Stück auf einmal, ey. Und dann meinen, das wäre cool und toll und hip, ey. Da hat man doch dem Entwickler zusehen lassen, wie seine... Na klar. Natürlich. Alter, unfucking fassbar. Also die Switch, ich weiß nicht, ob es an der Version liegt, ob sie da irgendwas verändert haben. Aber damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Ich will doch nur ausweichen, du Bastard! Kannst du mal sehen, wie... Was? Ich kann es nicht mal umändern. Ich kann es nicht mal meinen Wünschen umändern, weil ich mit der Steuerung, mit Ausweichen und Puma-Dingsbums einfach nicht klarkomme. Das haben sie einfach rausgemacht. Das ist nicht mal Ausweichen. Ich will zweimal ausweichen. Und was passiert? Ich verwandle mich in dieses Rotzkatzenvieh und kann gar nichts machen. Oh mein Gott, wie kann man nur so verkacken? Wie kann eine Steuerung, die man nicht ändern kann, einem Spielgeschehen so viel... Warum gibt's keine Hexenzeit? Alter, sind die schnell! Willst du deine Mutter vergewaltigen oder was, du hurengefickter Bastard? Alter, du bist doch... Alter, der Typ, ey, der die Steuerung so scheiße gemacht hat, der ist doch entstanden, als eine Hure irgendwie auf dem Klo Verstopfung hatte. Wie soll ich denn das schaffen? Wie soll man das schaffen? Ich will zweimal ausweichen, um irgendwas zu machen, aber nein, ich habe ja keine Lollis mehr. Das Spiel gibt mir ja nichts. Ich bin so... Ich gehe auf dem Zahnfleisch und das Spiel findet's toll. Thank you.
Das übrigens war ein Hexenflechtenangriff. Du nicht mal richtig kämpfen, weil du verdammt nochmal jeden Scheiß dich in dieses scheiß Rotzvieh verwandelst. So nicht mal dazu Damage zu machen, ey. Warum gibt's keine Hexenzeit? Ey, leck mir doch deine Rosette wund, ey. Ich will ausweichen und nicht... Ich will ausweichen und mich nicht in diesen scheiß Leoparden verwandeln. Natürlich auch noch auf engem Terrain, dass die Kamera dein Feind ist. Wenn du mich jetzt noch verpickst. Wenn du mich jetzt noch besiegst. Gehe ich zu den Kindern von dem Entwickler und blitz den Corona ins Auge. Und sag zu dem, dein Vater ist schuld, Hurenbock. Und dem Vater, dem schiebe ich eine glühende Stricknadel in die Harnröhre, bis man die Gallenblase durchlöchert. So richtig schon einen halben Meter drin. Placing a poor, helpless child under her spell. If she did anything to this little girl's parents, I swear. So dass beim Pissen denkt, würde Lava aus seinem Schwanzloch rauspressen. Mommy! No,
mit dem Wissen, er muss mindestens 125 Jahre alt, wird mindestens 125 Jahre alt, aber egal was er tut, er kann sein Leiden nicht beenden. Er wird verhungern, aber nicht sterben. Er wird verdursten, aber nicht verrecken. Er weiß, kann jeden Tag die Sekunden abzählen. What is this? It's yummy. I don't know. It's candy. Strawberry, I think. Hey, Kitty, I've got some yummies. Would you like some? Is that cat your friend? Yes, he is. His name is Cheshire. He's cute, isn't he? Cheshire. What a stupid name. Well, so much for taking the highway. So viel zur Autobahn. Wir müssen wohl übel einen anderen Weg finden. Now, all I have to figure out is what to do about you. So, Cerecita, that woman's really your mom? Uh-huh. My mummy is strong, and she protects me from scary monsters. Monsters? I don't think you know who the real monster is. Mädchen, du hast ja keine Ahnung von echten Monstern. Vielleicht hat die mehr Ahnung als du. Die kleine Cerecita. So ein Rotz. Das ganze Passage, nur noch ein ekelhafter Rotz. Ist hier ein Höllentor. Darf ich mir mal Heilung gönnen? Wow. Alter. Diese Passage ist einfach nur Krebs. Sag mal, massieren die mir gerade den Rücken? Bringt auch nichts mehr. Für die letzte Passage ist Dixbum schon unterwegs. In der Ampulle. Milzbrand und Pest. Sich dabei gedacht. Mann, ist das viel zu lang. Drei solche ekelhaften Gegner, das war widerlich. Das ist einfach nur ekelhaft. War Bayonetta 3 auch so eklig? Nee, ne? Ich meine, ich wette mit dir, wenn du halt die ersten Dinger halt die ganze Zeit abgrast und hier Kohle einballerst, ne, die ganzen Kapitel. Anfassen verboten. Warum krieg ich keine Hexenzeit?
So, was muss ich jetzt machen? Lol, das ist eine Hexenzeit. Jetzt tot? Natürlich nicht. Oh, das ist ein Zweiter. Ivan! Schwach. So, da kommen jetzt bestimmt Wirbel raus. Oder? Natürlich nicht. Diese Passage war echt widerlich. Ekelhaft. Ich hatte mich so gefreut und dann kam diese Passage und jetzt ist meine Laune für das Spiel schon wieder echt im Arsch. Das finde ich echt schade. Immer solche Passagen. Du hast einen Run, hast Spaß und dann kommen die Entwickler. Oh nein, nicht zu viel Spaß. Du musst uns hassen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch Bock auf Bayonetta 2 habe. Hi, Rena. Also Bayonetta 2 bin ich mal gespannt, ey. Also so teilweise richtig schwere Passagen brauche ich jetzt nicht. Sagst du das nicht bei jedem Game, wenn es mal schwieriger wird? Nein, ich habe doch nur 48. Warum bin ich jetzt wieder hier? Die extra Verse sind ja nicht das Problem, sondern diese Dinger, dass du halt zwischendurch irgendwas hast, was einfach... Ich weiß nicht. Bei dem ersten Gegner mit diesen zwei fliegenden Zügen, ey, da hört die Sequenz auf und bevor du was drücken kannst, kriegst du alle Raketen ab, die dir 60-70% Leben kaputt machen. Das ist genauso, als würdest du in Elden Ring in der Zwischensequenz, wo du den Charakter nicht bewegen kannst, von Millennia schon diesen One-Hit-Kill abkriegen. Das ist doch dumm. Und dann sollst du auch noch... Und jetzt muss ich halt die ganze Zeit die Scheiße hier sammeln.
damit ich irgendwie vorankomme, ohne mir irgendwas zu holen, damit das Spiel einfacher wird. Also dieser Teufelskreis ist halt, ich weiß nicht, das machen viele Spiele so, dass du irgendwie, noch mal ganz kurz Pipi machen, dass viele Spiele das so machen, dass wenn du auf dem Boden bist, dann richtig und dann darfst du ja nicht aufstehen. LOL lief sehr gut. Kein Lose heute gehabt. Ich hatte nur zweimal geloost im LOL. Ein Charakter, der nicht gestorben ist, aber alle Kills gekriegt hat. Und massiv. Ein Varus, der in Aram nullmal gestorben ist und so viel Damage gemacht hat, das glaubst du gar nicht. Mit einem Item, ich verstehe es nicht. Sekunde. Anivia macht sehr Spaß. Ja, das glaube ich dir. Müssen wir mal eine Gaming-Ecke irgendwie so ein bisschen ausleuchten und so ein Kram. Aber ohne, dass ich das große Licht anmachen muss und ich mich selbst blende. So. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass die Kostüme, dass sie damit durchgekommen sind. Hätte ich nicht gedacht, dass Nintendo das macht. Ich meine, das ist ein Peach-Kostüm. Hiermit kann ein gewisser König mit stacheligem Panzer durch Hexenflechte herbeigerufen werden. Also Bowser. Aus dem Kleiderschrank der Prinzessin von Sarasaland mit ein paar kleinen Änderungen. Hiermit kann ein gewisser König mit stacheligen, also Daisy. Mit dem Masterschwert und dem Hylia-Schild steht dir ein ganz neues Spielvergnügen offen. Drücke L in die Richtung eines feindlichen Angriffs, um im richtigen Moment abzuwehren. Power Suit der berühmten Kopfgeldjägerin. Der durchschlagende Waffenarm eignet sich bestens zur Selbstverteidigung in unwirtlichen Gegenden. Drücke Y, um mit dem Waffenarm zu schießen. Drücke nach unten, um den Visor zu öffnen oder zu schließen. Wenn das wenigstens ins Ambiente passen würde, dann würde ich sagen, ja, aber erstmal speichern. Wer weiß. Werde ich alt? Ich meine, bei Normal hatte ich mit Horizon Zero Forbidden West auch extremes Probleme. I'm here. There's no need to worry about a thing. Get them, Mommy! Get them! Mommy? Can't you see? Mommy's fighting the bad monsters for us.
miss stuff. If you don't open your eyes, you'll miss everything. Look at these. Die Kleine ist voll am Lachen. Jetzt checkt er, glaube ich. Ich glaube, jetzt checkt er erst, was sie gemacht hat. Sie hat also gar nicht seinen Vater gekillt. Mal machen. Jetzt haben alle wieder abgeschalten. Warum verliere ich denn all meine Zauber, wenn ich getroffen werde? Ist das Expertenmodus oder was? Aha, Romanze. Tschüss. Ja, muss schon ein bisschen mehr anstrengen. Au. Haben sie doch gekriegt. Well, Kitty, what do you think we should do? He's hurt you, has he? Well, we can't be having that now, can we? Ja, lass euch das von diesem... Bäh. Iustita. Tizia. What the fuck? Let's rock, baby! Okay. Wieder so ein Gegner, wo man halt nicht rankommt, ne?
Au. Ich wollte doch auf die andere Plattform springen, warum? Hä? Oh, das ist eklig. Das ist ekelhaft. Ja, natürlich. Okay. So geht man mit bösen Tentakelmonstern um. Oh, komm schon. So, es ist widerlich. So, Bayonetta hat ja gesagt, sie mag keine Tentakel, nicht ganz verstehen. Oh. Man denkt immer, man muss das Dingsbums wechseln und dann... So, habe ich noch irgendwas zum Heilen? Nee, der sieht ja ekelhaft aus. Da sieht er eklig aus.
Oh Mann. Narbenbluten. Das sind Haare. Sieht auch nicht viel leckerer aus. So. Noch nicht genug, sagst du? Eine Runde schaffst du doch noch, oder? Genau wie der Lumenweise gesagt hat. Deine Kraft ist in der Tat überwältigend. Schon lange wachen zwei Augen, eins hell und eins dunkel, über die Welt und ihre Geschichte. Mit Hilfe dieser Kraft wird die Schöpferin einen neuen Zyklus der Schöpfung ins Leben rufen. Bayonetta, die Gnade der Schöpferin Jubileus sei mit dir. Aha. Now, where are my new best friends? Ja, wo sind die Besties? Naja, einer von ihnen ist erwachsen, also passiert hoffentlich nichts. Ja, die Frage ist wer. Mach das Kartechen nicht kaputt. Die Kardinaltugend der Gerechtigkeit. Boah, ich verkack so, ey. Ekelhaft.